So, dann auf runter in die Shuttlebucht. Da können wir dann auch mal das Sturmgewehr, das wir bekommen haben, ich hab aufrüsten. Den R35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ja, der Marco war toll. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Ha, dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Ja, schön, wie die zwei sich anfrotzeln. Ich muss sagen, ich fand den Marco auch besser als den Hammer, ganz ehrlich. Der Marco hat mir gefallen aus dem ersten Teil. Shepard, nochmals vielen Dank, dass Sie bei der Flüchtlingsgedenkstätte waren. Ja, kein Ding. Ich fühle mich besser. Ist jetzt alles irgendwie viel klarer. Klarer. Freut mich, dass ich helfe. Oh, Verzeihung. Commander, sind Sie wirklich mit diesem Geth-Jäger aus dem Schlachtschiff rausgeflogen? Eigentlich saß Legion am Steuer. Ich war mit meiner Gruppe in einem Frachtraum eingepfercht. Ich hätte gern mehr Zeit auf dem Schiff verbracht. Wirklich schade, dass es so schnell zu Hacketts Team geschickt wurde. Er wurde das Schiff nicht kaputt gemacht? Ach so, dieser kleine Jäger, ach so. Ich kann nicht glauben, dass Cerberus einfach so das Feuer auf Zivilisten eröffnet. Die Logik des Unbekannten mag ja verdreht und wahnsinnig sein, aber ich dachte trotzdem, er wolle die Menschheit retten. Er würde vermutlich jeden opfern, um den Sieg davon zu tragen. Ja, so ganz verstehe ich es auch nicht, muss ich zugeben. Ist alles okay, Shepard? Na klar. Ich wollte nur ein bisschen reden. So, schauen wir mal bei James vorbei. Vielleicht gibt es da ja noch was Neues und dann wollen wir uns noch ein bisschen aufrüsten hier. Hey, Shepard. Ich habe gehört, Sie hatten da drüben ein Wahnsinnsabenteuer. Könnte man so sagen. Schade, dass ich's verpasst habe. Und dieser Geth, Legion? Ich weiß, Sie kennen sich, aber sind Sie sicher, dass wir diesem Ding vertrauen können? Legion ist nicht wie die anderen Geth. Wir können ihm vertrauen. Wenn Sie's sagen. Man kann wohl nicht jedes Individuum nach seiner Spezies beurteilen. Sehen Sie sich Sparks an. Wenn alle Quarianer so wären wie Sie, müssten wir nicht bei Ihrem Krieg gegen die Geth Schiedsrichter spielen. Sparks? Ja, ihre quarianische Freundin. Tali. Die nervöse mit den funkelnden Augen. Sparks. Ach, die. Ein blöder Zeitpunkt, um Streit anzufangen. Aber wenn das Ende von allem, was wir kennen, heranrückt, darf wohl jeder ein bisschen loco sein. Nur ein bisschen? Ey, nicht jeder ist so verrückt wie Sie, Sir. Tja. Okay, sonst gibt's offenbar nichts mit James. Interessant, dass er auch den anderen Teammitgliedern irgendwelche seltsamen Namen gibt. Gut, wir schauen mal. Die Bogenpistole könnten wir... Ne, die wollte ich gar nicht, sondern das Geth-Impulsgewehr war es, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, das Geth-Impulsgewehr wollte ich hochpumpen, pimpen, was auch immer. Ja, nehmen wir das mal. Ach, hier. Hat so einmal die Position geändert. So. Dann könnten wir noch den Gral-Dornenwerfer ein bisschen hochpimpen. Der war nämlich auch ganz cool, eigentlich. Auch wenn ich ihn jetzt nicht benutze, aber die anderen benutzen ihn, ja. So, ein bisschen Geld haben wir ja. Ich meine, da können wir ja ruhig mal was ausgeben davon. So, und dann würde ich noch sagen... Ach, die Metok war eigentlich auch cool, ne? Aber ich meine, ich habe jetzt ja eine bessere. Komm, machen wir noch die Bogenpistole für diejenigen, die schwere Pistolen benutzen wollen. Warum nicht? So, und eigentlich wäre es nicht schlecht, die... Gott, was ist es denn? Das Sturmgewehr, wie heißt das denn? Predator? Nee. Welches war denn das Sturmgewehr? Ja, auch irgendeins. Hoch zu pushen. Hier, die Mantis, natürlich. Mantis heißt sie. So, damit wir zumindest ein halbwegs vernünftiges Scharfschützengewehr haben. Wenn die Leute hier mit ihren Scharfschützengewehren immer rumrennen, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. So, was hatten wir hier eigentlich? Die Hornet. Hat eine extrem hohe Feuergeschwindigkeit. Der Schaden ist auch okay. Kapazität ist niedriger. Gewicht ist natürlich total rotzig, muss ich mal so sagen. Nö. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Tempest. Ich mag die. So, dann gehen wir mal von der Face-Sin weg und wechseln mal auf die... Wo haben wir sie denn?
Ganz vorne, oder? Hier, Geffer-Impulsgewehr, genau, das will ich haben. So, das Gewicht ist sogar jetzt schon ein bisschen niedriger, interessant. Und Kapazität und Feuergeschwindigkeit sind höher, Schaden ist fast gleich. Und dabei machen wir jetzt noch ein bisschen Schaden rein. So, hier, Schaden plus 15. Und, wo haben wir denn Ultraleichtmaterialien? Habe ich nicht. Hier, genau, das habe ich eigentlich gesucht. Ach so, das ist ja auch doof. Ne, komm, dann mache ich mal nicht Schaden, sondern dann gehe ich hier auf die Ultraleichtmaterialien. Hier hinten. Ah, 10% lohnt sich eigentlich gar nicht richtig, ne? Naja, gut, was soll's. Okay, passt schon. Ist okay. So. In Ordnung. Nehmen wir so. Und dann schauen wir nochmal kurz. Ja, eigentlich bin ich mit meiner Panzerung ganz zufrieden, muss ich sagen. Können wir nochmal schauen. Ich meine, wir haben so viel Geld. Irgendwas können wir doch bestimmt noch uns holen. Kollektorenpanzerung. Ja, könnte man. Muss jetzt nicht sein, glaube ich. Tyrian State Arms haben wir bloß. Ach, haben wir hier die. Habe ich nicht die Terminus-Panzerung? Was trage ich denn für eine? Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. Was trage ich denn? Inferno-Panzerung. Ach so. Die hat Kraftschaden und Kraftaufladung. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Die Terminus. Nahkampf. Schilde. Ist auch nicht schlecht, ne? Holen wir uns mal mit. Sieht auch so ein bisschen badass aus. Die können wir vielleicht auch mal tragen. Je nachdem, wie wir gerade Lust haben vielleicht. So, Magazin-Upgrade brauchen wir nicht. Handschuhe, egal. Aufladetempo, Kraftschaden, Schilde. Klingt gut, aber ich meine, die sieht scheiße aus. Deswegen verzichte ich drauf. Guck mal, ein paar Fische noch mitkaufen. Kann nicht schaden. Das nehmen wir auch mal. Habe ich ja gleich kein Geld mehr, wenn ich so weitermache. Meine Güte. Nee, das vielleicht nicht unbedingt. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Pistole, Sturmgewehr, Magazin, okay. Schrotflinte, Sturmgewehr, Durchschlagsmod. Könnten wir mal. Gut, der Rest ist egal. Agor, Munition, haben wir Zielfernrohr, Kühlkörper. Ist alles jetzt nicht so wichtig, glaube ich, ne? Was macht denn der? Die Durchdringung von. Okay. Können wir durch Deckungen durchschießen? Das ist ja interessant. Ja gut, aber da wir bloß zwei Sachen anlegen können, verzichte ich vielleicht mal drauf. So, bei der Spectre-Ausrüstung gibt es jetzt auch nichts, was wir bräuchten. Cyprotine. Irgendwas Interessantes vielleicht? Nein, sieht nicht so aus. Dann lassen wir das auch mal sein. Und bei Alkes Combine gibt es wahrscheinlich auch nichts. Cerberus-Sturmpanzerung. Munition, Waffenschaden, Schilde, nö. Brauche ich nicht. Hier, den Geffjäger, den können wir uns jetzt holen. Noch ein Modell. Und die Pistolenmaterialien auch noch. Gut. Reicht dann. Haben wir uns wieder ein bisschen mehr versorgt hier. Jo, was machen wir denn jetzt noch? Werde ich jetzt noch... Ich glaube, ich gehe noch mal... Neue Nachricht, echt? Lügst du mich an? Ich habe doch vorhin erst geschaut. Ach ne, ich habe tatsächlich eine. Alte Freunde an der Citadel-Gedenkstätte getroffen. Von Lieutenant Steve Cortez. Shepard, nachdem sie die Flüchtlingsgedenkstätte verlassen hatten, habe ich eine alte Freundin getroffen, die Kolonisten bei der Logistik geholfen hat. Sie und ihre Kumpel sind ehemalige Allianzpiloten, verdammt gute sogar, die den Dienst quittiert haben, um sich im Grenzgebiet niederzulassen. Sie sind jetzt obdachlos und als ich ihnen erzählt habe, dass wir Streitkräfte mobilisieren, wollte sie unbedingt dabei sein. Ich habe ihre Kontaktdaten zur Weiterleitung an Hackett angehängt. Hoffentlich können sie helfen. Nochmals danke, dass Sie mir geholfen haben, das alles durchzustehen. Es geht mir gut. Vielleicht habe ich beim nächsten Besuch auf der Citadel. Gehe ich beim nächsten Besuch auf der Citadel mal ins Purgatory. Wollen Sie sich für ein paar Drinks anschließen? Klar doch, Steve. Können wir machen. Ja, gibt's gleich einen Kriegsaktivposten. Wunderschön. Ich habe die Kampfdaten der Quarianischen Flotte den unseren hinzugefügt. Also Ihre technischen Aufzeichnungen sind erstaunlich. Wenn es um strategische Analysen geht, schlagen sie vielleicht sogar die Salarianer. Möglich, möglich. Sind ja auch gute Techniker. Commander? So, dann schauen wir mal, wo können wir denn noch hin? Ich hatte ja vorhin eigentlich erst alles angeschaut, aber ich habe es schon wieder vergessen, größtenteils wahrscheinlich.
So, wir haben hier hinten noch, glaube ich, einiges offen, ne? Ismar-Grenze ist aber schon zu 100% abgearbeitet. Hier Würgeschlund und Valhalla-Grenze. Ich glaube, es gibt in beiden noch was zu holen für uns. Dann werden wir uns die noch mal vornehmen. Gut. Hier gibt es erstmal gar nichts. Das ist ja auch ein interessantes System hier. Was ist denn das hier? Ich habe etwas gefunden. Oh, hier gibt es tatsächlich was. Ich weiß es ja nicht. Ein bisschen Treibstoff. Na dann. 95 Einheiten. Wie super. Ausweichen erfolgreich. Das ist ja ein großartiges System. Ganz ehrlich. Na gut, von mir aus. So, schauen wir mal hier drüben nach. Oh, viele Planeten haben die Systeme hier ja nicht, ne? So, bevor die Reaper kommen, schlagen wir direkt mal zu. Was haben wir denn da? Wo ist es denn überhaupt? Na? Ah, hier. Ja. Proteanische Datenlaufwerke. Wunderbar. Schön. Wird mal so noch zwischendurch mit eingeworfen, zwischen den ganzen Sachen, die wir gekauft haben. Okay, ich schnappe noch kurz hier die Treibstoffvorkommen und dann geht's weiter. Reaper Umgang. Okay, auf nach Mika. 50% haben wir bisher, das heißt, da oben sollte es noch drei Sachen geben. Okay. Wunderbar. Wir gehen erstmal hier zu dem Planeten am Rande. Okay, der hat nichts für uns. Ist in Ordnung. Ich habe etwas gefunden. So, also haben wir zweimal Treibstoff sozusagen dann hier. Na gut, von mir aus. Wir geben uns erstmal wieder auf die Suche. Was ist dieses jenes? Notfall-Treibstoffkapseln. In Ordnung. Genau, zwei Sachen müssten noch sein. Irgendwo hier im Dreck wahrscheinlich. Ach, hier gibt es auch noch einen kleinen KKB. Na dann. Wenn ihr das sagt. So, ich suche erstmal ein bisschen hier oben weiter. Irgendwo muss ja noch was sein dann. Wo auch immer. Ausweichen erfolgreich. Ihr dürft mich auch in der Nähe davon rauswerfen. Das wäre cool. Also von dem, was wir jetzt schon gefunden haben. Sag mal, wo ist denn das andere Treibstoffvorkommen? Reaper Umgang. Das will ums Verrecken nicht auftauchen, ne? Und ich hätte immer wieder da oben rausgeworfen. Jetzt. Okay. Haben wir zumindest das schon mal gefunden. So, irgendwo hier in der Mitte vielleicht? Nee. Aber irgendwo muss es doch mal sein. Ausweichen erfolgreich. Gibt's ja gar nicht. Komm, hier? Ach, natürlich, genau dort. Und das ist auch noch ein Planet oder sowas ähnliches. Ein Planetoid zumindest. So, werft mich mal zwischen den Reapern raus, so. Das wäre cool. Reaper Umgang. Geht das? Zwischen den Reapern? Ich weiß, es ist ein seltsamer Wunsch, aber ich möchte mal hier... Komm, oh Gott, ich glaube, das war keine gute Idee. Na gut, wir können es ja zumindest mal probieren. Wenn es nicht klappt, dann wissen wir jetzt zumindest, wo wir hin müssen und können das dann in Ruhe machen. Element Zero Converter, okay. Klingt gut. Oh, ich komme davon. Es ist verrückt. Ausweichen erfolgreich. Es ist schon erstaunlich. Eigentlich hatten sie mich ja, aber hey, ich bin mit dem Leben davon gekommen. Dann ist es mir egal. Gut, gut, gut. Ja, lasst mich in Ruhe. Ich verpiss mich ja schon aus eurem Gebiet. Damit wäre die Valhalla-Grenze auch abgearbeitet und wir gehen weiter in den Würgeschlund. Es geht ja doch recht schnell, muss man sagen, mit dem Suchen. Das ist, glaube ich, im ersten und im zweiten Teil weitaus zeitintensiver gewesen. Signal bestätigt. Also gerade im ersten Teil, wo wir die ganzen Rohstoffe noch gesammelt haben. Das habt ihr ja alles gar nicht mitgekriegt, weil ich das abseits der Aufnahmen gemacht habe. Das war ja echt... Puh, was ich da an Zeit investiert habe, das war Wahnsinn. Credits. Okay, warum nicht? Kann man machen. So, dann suchen wir mal nach dem letzten bisschen Treibstoff hier in dem System. 150 Einheiten. Wie süß. Gut. ULG-Sprung erfolgreich. Und dann auf nach Ularast. Das kommt mir bekannt vor vom Namen. Ich glaube, das hatten wir schon mal in irgendeiner Mission, Ularast. Ja, und Xecha kommt mir auch bekannt vor.
Okay. Ich habe etwas gefunden. Zumindest Treibstoff haben wir schon mal. In Ordnung. Damit wären wir wieder voll. Und dann schauen wir uns mal die Planeten hier an. Erstmal von außen nach innen wieder vorarbeiten. Gut. Denn je weiter außen die sind, desto schwieriger ist es, wenn direkt ein Reaper da reinkommt. Okay. Der Proteaner-Obelisk. Hätten wir den schon gefunden, siehst du mal. Ich glaube, das wird die kürzeste Zeitdauer gewesen sein zwischen Erteilung so eines Nebenauftrages und der Erfüllung. Den haben wir ja vorhin erst auf der Citadel bekommen, den Auftrag, ne? Gut. Ja, 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 ja. Ich gehe ja schon. Ihr habt mich bloß wieder am anderen Ende rausgeworfen. Dann dauert es natürlich wieder umso länger. Gut, Würgestunde ist abgearbeitet. Isma-Grenze haben wir. Was ist denn das hier? Sigurds Wiege ist auch schon. Außenzone gab's nix. Perseus Nebel. Ja, da ist ja die Mission. Die Mission nennen, sehe ich gerade. Admiral retten und Geth-Server abschalten. Ich glaube, das ist beides auf der Heimatwelt der Quarianer. So, und ich gucke nochmal hier. Hat mir nicht noch irgendwas im Hades Gamma? Milan-Nest, Exodus, Arcturus. Hm. Ich habe schon so viel abgearbeitet und trotzdem waren noch so viele Nebenaufträge offen. Das wundert mich irgendwie. So, hier im Silean-Nebel war auf jeden Fall noch was, das weiß ich. Minus Ödland hatten wir, da hinten waren wir. Gut, dann probieren wir es mal mit dem Silean-Nebel. Und schauen uns dort nochmal ein bisschen um. Und dann muss ich wahrscheinlicherweise nochmal ein bisschen ins Questlog schauen. Gut, das ist ja ein kleines Cluster hier. Da gibt es ja nichts weiter zum Reisen. Ein System. Wie niedlich. Signal bestätigt. So. Schauen wir uns mal auf Hanalei um. Das ist mir Hanalei. Oder so. Nein, das ist nicht. Her damit. Dr. Jalees. Ernsthaft? Wir haben eine Person eingesammelt, die hier rumspringt? Na gut, warum nicht? Kann man machen. So, ansonsten dürfte es ja nichts weiter geben. Wir haben ja schon 100% vom Aktivposten. Dann schaue ich mal kurz nochmal ins Questlog rein. So, Renoch. Okay, ja, das ist ja Hades Nexus. Hades Nexus. Obelisk von Karza. Hades Nexus? Wo ist das denn? Das kommt mir gar nicht bekannt vor vom Namen her. So, die sind klar hier oben. Gut, Cerberus-Verschlüsselung, weiß ich nicht, wo wir das finden werden. Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich wieder in irgendeiner Cerberus-Nebenmission. Landurlaub, Messana, Notsignal. Ja, weiß ich nicht, wo die ist. Im Nimbus-Cluster könnten wir uns noch umsehen, natürlich, ne? Ich weiß nicht, ob dort vielleicht auch Dekuna ist. Wegen dem Kodex der Ahnen. Das steht ja nicht direkt da, wo das jetzt sich befindet. Ja, zweimal Hades Nexus habe ich hier noch auf der Liste. Hm. Und im Silean-Nebel sollen noch die Ringe von Alune sein. Ja gut, die könnten vielleicht auf dem Planeten sein. Das, also in der Bibliothek. Das könnte schon sein. Das würde Sinn machen. Okay. Reaper-Code-Fragmente. Ja gut. Eden Prime. Ach ja, das ist ja immer noch offen. Den Obelisken haben wir gefunden. Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir den Hades Nexus vielleicht finden. Und ansonsten bringen wir uns schon mal in Position für die nächste Aufnahmesession, ja? Hades Nexus. Keine Ahnung, wo das System sein soll. Es sagt mir auch gerade überhaupt nichts, muss ich sagen. So, hier ist nix. So, die hatten wir. Das war Sigurds Wiege, Perseus Nebel. Klasse. Wir haben bloß Hades Gamma hier. Das ist da. Ich nehme an, Hades Nexus würde dann in der Nähe sein, aber ist ja nicht. Hm. Weiß ich nicht, wo ich das finden kann. Müsste mir mal jemand verraten, wo das sein soll. Keine Ahnung. Gut, dann werde ich mal... Komm, wir gehen mal im Athene-Nebel jetzt noch kurz den Treibstoff holen. Das nervt mich, dass da immer noch nicht 100% steht. Nur der Vollständigkeit halber. Damit wir es weg haben. So, die Frage ist, wo war das? Hier oben in Yalessa, okay. Ist total sinnlos. Ich glaube, wir verbrauchen mehr Treibstoff dadurch, dass wir dahin fliegen, als wir jetzt auftanken können. Das ist wie wenn die Leute
ins Ausland fahren, um dort günstiger zu tanken und eigentlich durch das Ausgeben am Ende mehr verbrauchen. Ach nee, hier ist noch ein Planet. Das ist gar kein Treibstoff. Siehste mal. Das ist ja gar kein Treibstoff. Was haben wir denn hier Schönes? Na? Asari-Technikerin. Ein weiterer Kriegsaktivposten. Cool. Dann war es ja doch ein bisschen lohnenswerter, als wenn es jetzt wegen Treibstoff gewesen wäre. Okay, wird ein bisschen knapp auf dem Rückweg, aber es reicht noch. Na? So, und hier gibt es ja auch ein Treibstoffdepot, dann ist das ja gar kein Problem. Dann tanken wir mal kurz. Wow, ich habe echt die Hälfte meines Geldes gerade ausgegeben, als ich hier mich aufgepimpt habe nochmal, ne? Gut, schauen wir uns mal kurz hier im Nimbus-Cluster um. Vielleicht finden wir ja da auch noch was. Und ansonsten machen wir beim nächsten Mal erstmal mit den Quarianerinnen weiter, denke ich. Bevor wir dann... Ich habe etwas gefunden. Okay, nee, das müssen wir jetzt noch nicht einsammeln. Bevor wir uns dann der Asari-Bibliothek widmen. Das muss ja jetzt noch nicht sein. Wir können ja schon thematisch immer bei einem bleiben, bevor wir dann zum nächsten weiterrücken. Wäre ja sonst irgendwie sinnlos, finde ich. So, was haben wir denn da Schönes? Intakte Reaper-Waffe. Okay, klingt cool. Mist. 25% nur. Okay, da ist nochmal Treibstoff. Dreimal Treibstoff. Na gut, das können wir ja liegen lassen. Ich meine, das ist ja im System mit dem Massenportal. Von daher passt es ja schon. Was ist denn das hier? Zwei Sterne, ein Zwei-Sterne-System. Signal bestätigt. Na gut, warum nicht? Kann man machen. Okay, was haben wir denn da Schönes wieder? Hier. Bibliothek von Asha. Klingt, als ob wir es gebrauchen können für irgendeine Nebenmission. Ich weiß zwar nicht für welche, aber passt. So, weiter nach Mesana. Hier ist die Asari-Kolonie. Das mit der Bibliothek, ne? Oder ist das was anderes? Ich weiß es nicht. Gut, wir schauen uns einfach mal so um. Scheint nicht viel zu geben hier. Ja, gut, dann eben nicht. Wenn ihr nicht wollt. Ist mir auch recht. Nee, gibt's nichts. Okay. Ist in Ordnung. Dann bleibt es außen vor. Wir haben bislang 33%. Was hatten wir? Ich glaube, drei Sachen haben wir bis jetzt gefunden, ne? So, schauen wir mal. Ich habe etwas gefunden. Treffer. Nix hier. Okay. Was, nur ein bisschen Treibstoff? Das ist alles? Ausweichen erfolgreich. Das ist ein bisschen traurig. Ah, das ist vielleicht eine schlechte Position, um rauszugehen. Reaper umgangen. Ihr dürftet mich auch in der Nähe des Treibstofffeldes reinwerfen. Das wäre schon schön, eigentlich. Ja gut, 300 Einheiten Treibstoff von mir aus. ULG-Sprung erfolgreich. Mehr gibt's so tatsächlich nicht. Interessant. Na gut, dann belassen wir es dabei. Wird schon passen. So, zurück. Ja, wenn ich schon hier bin, dann sammle ich das auch gleich ein. Oh, 750 Einheiten. Wow, hier kann man echt nachtanken. Oh. Der ist aber fix unterwegs, der eine. Ausweichen, der von links erfolgreich. Kam. So, da können wir uns noch das holen. Ich meine, am Treibstoff wird man ja nicht arm. Von daher kann ich den auch einfach hier einsammeln, obwohl ich keinen brauche. Das macht ja dann nichts. Reaper umgangen. Ich habe lieber 100% einfach dastehen. Damit ich mich dann nicht frage, ob es nicht vielleicht doch noch was war, was ich sammeln müsste. So, damit hätten wir das System abgeschlossen. ULG-Sprung erfolgreich. Und auch das Cluster. Okay, das Nimbus-Cluster ist damit vollständig. Gut. So gefällt mir das doch. Ausweichen erfolgreich. Auch dieses Cluster wäre damit vollständig. Ich weiß nicht, wo das Hades-Nexus-Cluster ist. Das frage ich mich ernsthaft. Aber gut, was soll's. Wir begeben uns in den Perseus-Nebel und werden dann dort beim nächsten Mal ein bisschen auf der Heimatwelt der Quarianer weitermachen. Auf Ranoch. So, denn hier selbst gab es ja ansonsten nichts zum Sammeln, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, hier hatte ich schon mal geguckt, genau. Das war ja das hier mit dem Trümmerfeld, mit der Migrantenflotte und Ranoch selbst. Okay, dann passt das soweit. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Commander? Oh, wir könnten auch von bei Joker vorbeigehen. Das könnten wir noch machen. Vielleicht gibt es dort ja irgendwas.
Und dann machen wir beim nächsten Mal wieder schön mit der Hauptmission weiter und werden mal schauen, wie sich der Konflikt mit den Quarianern und den Geth entwickelt. Das wird prickelnd, sage ich euch jetzt schon. Wird cool. Verdammt, ich hätte jetzt wirklich gern was, worauf ich ballern kann. Warum? Sucht ihr irgendwelche Asteroiden oder so. Und geht's danach noch an die Heimatwelt der Asari ran. Beziehungsweise erstmal halt diese Kolonie, aber dann geht's mehr um die Asari. Aber vorher noch natürlich die Quarianer, da bin ich natürlich scharf drauf, weil Tali und so, ne, ist klar. Schön, dass Tali zurück ist, wenn auch nicht für lang. Und jedes Mal, wenn sie Miss Was Norman, die zu ihr sagen, erwarte ich irgendwie, dass sie Stirnreif und Schärpe trägt. Aber was den Rest der Quarianer angeht, ist es okay, wenn die ein Schiff mit ihnen an Bord hochjagen? Nicht unbedingt, muss ich sagen. Nein, ist es nicht. Eben, wollte nur sicher gehen. Kulturelle Unterschiede und so. Und sie haben Legion gefunden. Trägt er immer noch ihr Panzerungsteil? Das wäre nämlich gruselig. Shepard, die Geth blockieren weiterhin den Zugang der Quarianer zum Massenportal. Mit dem Tarnsystem der Normandy können wir unentdeckt bleiben. Genau. Wir können zur Heimatwelt der Quarianer oder aber das System verlassen, wie sie wollen. Hab ich schon mitgekriegt. Ich bin schon ein bisschen unterwegs gewesen in der Zwischenzeit. Commander? Ja. Gibt's bei dir noch was? Moment. Ich werde von Legion kontaktiert. Ihre neue Plattform ist nicht effektiv. Die Hydraulik ist enttäuschend und das ganze Konstrukt ist kopflastig. Es handelt sich um eine Infiltrationseinheit, um sich unerkannt unter organischen Wesen zu bewegen. Ohne künstliche Epidermis sind ihre Infiltrationsfähigkeiten nicht effektiv. Immerhin betrachten mich die organischen Wesen nicht als Bedrohung. Und das wird sich auch bis zu meinem Tag der Abrechnung nicht ändern. Edie. Hat man das etwa auf der Brücke gehört? Hat man. Sie haben die organische Angewohnheit angenommen, Fragen zu stellen, auf die Sie die Antwort bereits kennen. Und Ihre Humorheuristik ist ganz eindeutig kein Expertensystem. Schön. Die beiden mögen sich. Hallo, Shepard. Natürlich. Okay, also wir schauen es uns beim nächsten Mal dann an. Und dann wird's spaßig, denn wir haben ja dort auch einen Reaper-Aufreiher noch, ne? Und der wird, können wir uns schon denken, auch wieder für Ärger sorgen. Schauen wir uns beim nächsten Mal alles an. Bis dann, macht's gut. Wir sehen uns und tschüss.